und wie alt Sie sind. Mein Name ist Michael, ich komme aus Schloss Holte, bin seit meinem 14. Lebensjahr am Minenfeld, keine Ahnung, kann ich nicht mehr nachsagen. 6:0 hat Arminia jetzt gewonnen. Wie sehr überrascht das? Haben Sie überhaupt mit dem Sieg gerechnet? Ganz ehrlich, habe ich mit dem Unentschieden gerechnet, aber heute ging irgendwie, das ist ein Tag, ja, was, da bin ich sprachlos. Das gibt ja vor allem auch extrem Hoffnung aufs Spiel gegen Dresden. Klassenerhalt ist drin, oder? Gegen Dresden habe ich auf den Sieg getippt, aber gegen Braunschweig nicht. Also wenn jetzt schon gegen Braunschweig so eine Leistung ist, dann haben wir es geschafft. Klassenerhalt also sicher? Für mich ja. Vielen Dank. Als Leon bin natürlich Bielefelder, was sonst, und bin 42 Jahre alt. 6:0 hat Arminia gewonnen. Haben Sie überhaupt mit dem Sieg gerechnet? Immer. Immer? Immer kämpfen bis zum Umfallen und nie aufgeben. Also Klassenerhalt nächste Woche in Dresden wird gesichert, Ihrer Meinung nach? Absolut. 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 Das ist heute nach dem 6:0. Die Jungs haben jetzt Selbstvertrauen. Jetzt muss es abgehen. Jetzt ist der Knoten geplatzt und jetzt muss es... Klassenerhalt ist also gesichert. Ich schätze mal so ein 2:0 in Dresden. Ja, Frank Friedhof, 37 aus Bielefeld. 6:0 für Arminia. Haben Sie über mit dem Sieg gerechnet gegen Braunschweig? Sieg ja, aber nicht in der Höhe. Das macht ja vor allem Mut fürs nächste Spiel gegen Dresden. Ja, wir sind dabei. Ja, Dresden sind dabei, auf jeden Fall. Dresden nie verloren, die hauen wir weg. Ich bin Stefanie Kohlmeier aus Herford. Und das da ist mein Sohn. Der ging schon als kleiner 5-Jähriger zum Spiel. Und ist fix und fertig. Ja, 6:0 ist natürlich ein Ergebnis, damit rechnet man nicht. Haben Sie über mit dem Sieg gerechnet? Ganz ehrlich gesagt nicht. Nee. Ich darf es ja eigentlich nicht laut sagen, aber eigentlich nicht. Das gibt ja vor allem Mut fürs nächste Spiel gegen Dresden. Ist der Klassenerhalt da drin? Wir sind dabei. Und ich glaube, da geht auch was. Da auf jeden Fall. Ja, wir sind aus Kiel und aus Hamburg angereist. Wir sind Brüder und halten natürlich zu Arminia und haben heute gedacht, wir fahren mal hier hin, um einfach zu gewinnen. Also, Sie kommen gebürtig aus Bielefeld oder gar nicht? Doch, aus Bielefeld, also in der Nähe aus Bielefeld, Werder, um ganz genau zu sein. Okay. 6:0 hat Arminia gewonnen. Hätten Sie überhaupt mit einem Sieg gerechnet? Sieg auf jeden Fall. Wir wollten auf jeden Fall hier gewinnen, deswegen sind wir auch hergekommen. Das 6:0 ausgehen ist einfach ein Traum. Das macht ja vor allem auch Mut fürs Spiel gegen Dresden. Ist der Klassenerhalt Ihrer Meinung nach drin? Ich sag mal so, wir sind gerade dabei, Karten zu buchen, nach Dresden zu fahren, und insofern glauben wir dran. Ja. Ich bin Christopher Hornig, Nachname, weiß ich. Ich komme aus Augustdorf und bin heute 17 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. 6:0 gegen Braunschweig ist natürlich ein extremes Ergebnis. Hat es überhaupt mit dem Sieg gerechnet? Ich hätte eher gedacht, in den letzten 10 Minuten kriegen wir noch 1-1 oder so. Man, ist ja nichts Neues gewesen, aber mit einem 6:0 wirklich gar nicht. Das macht ja auch Mut aufs Spiel gegen Dresden. Klassenerhalt, ist der deiner Meinung nach drin oder wird es nochmal schwer? Es wird auf jeden Fall schwierig. Was wird das deiner Meinung nach für ein Ergebnis? Sieg oder was in, ist drin? In Dresden jetzt? Genau. Ja, gute Frage. Ja, die Dresdner werden sich natürlich auch nicht anstellen als Gangs und nichts. Ich würde sagen, ein 0-2, 1-2 Sieg für uns.